Man kann sich kaum vorstellen, dass es zu dem Internet, das wir kennen und benutzen, noch eine Erweiterung gibt. Gegenstände unseres Alltags werden befähigt zu kommunizieren. Das ist das Internet der Dinge. Alle Dinge haben einen sehr kleinen Computer mit eigenem Namen. Dieser ist mit dem Internet verbunden und kann sich mit anderen Dingen und anderen Personen austauschen. Das könnte ein Kühlschrank sein, der mit Produkten in Verbindung steht und Informationen weitergibt. Beispielsweise, wenn die Milch verfallen ist oder nachbestellt werden muss. Es gibt täglich Situationen, in denen wir Hilfe brauchen könnten. Zum Beispiel, wenn ich den Schlüssel verliere und nicht mehr weiß, wo er ist. Wenn ich unsicher bin, ob der Herd oder das Bügeleisen abgeschaltet ist. Wenn ich krank und hilflos bin. Das Internet der Dinge bietet Hilfsmittel, dass wir uns sicherer fühlen können. Zum Beispiel der automatisch gesteuerte Herd. Die Stürzsensoren, mit denen der Rettungsdienst informiert wird, wenn man gefallen ist. Der Chip, der die Feuchtigkeit in der Windel misst. Oder der Katzennapf, der meldet, wenn kein Futter mehr da ist.